Was? Er lebt noch? Jetzt nicht mehr. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir wieder Borderlands 2 in VR. Dies ist die vierte Folge. Letztes Mal haben wir die zwei Chaoten in den Boden gestampft. Das hat sich gut angefühlt. Es war kalt, es war eisig. Wie im Spiel, auch in der Realität. Heute scheint die Sonne, wunderschönes Wetter. Und ich hoffe, auch im Spiel wird es wunderschönes Wetter geben. Ich hoffe sehr, dass wir eine bessere Szenerie finden, denn ich denke, das macht Borderlands 2 aus. Nicht nur der Stil, sondern auch einfach diese Umgebung, die so fantasievoll ist. Und ich hoffe, wir sehen mehr davon. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. So, zurück ins Spiel. Da ist mir gleich schon was aufgefallen. Das ist, glaube ich, schon 5 Minuten gespielt. Und ich musste die zwei Witzfiguren nochmal machen. Dementsprechend habe ich wieder wenig Munition. Und in mir ist aufgefallen, ich dachte, es wäre ein Bug. Ich habe echt gedacht, ich werde verrückt. Schon wieder ein Fehler. Gut, so viele Fehler sind es ja auch nicht. Aber ich dachte, es wäre echt ein Fehler. Diese Waffe, sage ich von vornherein, hat die Eigenschaft, explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Das können wir mal ausprobieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann funktioniert. Das sieht dann im Grunde so aus. Ich schieße mein Magazin leer. Kein Schuss mehr. Ja, macht er nicht, weil keine Munition. Dann würde er eine Animation starten, die Waffe wegschmeißt. Ich dachte, warum? Warum wechselst du ständig die Waffe? Ich drücke keine Taste. Es ist einfach nur das Gimmick, anstatt eine Granate zu werfen, wirft er seine eigene Waffe, die dann letztendlich explodiert. Gut zu wissen. Das Problem, was wir letztens hatten mit Sachen einsammeln, mit Trigger, wechselt in den Walk-Modus, habe ich leider nicht beheben können. Ich dachte, es gibt ein Walkaround, gibt es nicht. Müssen wir uns einigen, manche Dinge einzusammeln und dann entweder dann wieder runter zu switchen auf normale Laufgeschwindigkeit. Oder, ich meine, so langsam kriegt man ein Gefühl, was man aufheben darf und was nicht. Es nervt halt tierisch, dieses Wechseln. Und noch zu guter Letzt, dann haben wir auch alle Fehler durch. Nee, es waren alle Fehler. Okay, auch gut. Ja, mit der Waffe, haben wir gesagt, müssen wir uns arrangieren, eine Waffe zu finden, die kein Zielfernrohr hat. Dann können wir auf das verzichten. Und ich habe mir die Regel gesetzt, was Müll einsammeln für den Verkauf später. Wir setzen uns die Grenze auf 60. Alles unter 60 nehmen wir nicht auf. So, hier haben wir aufgehört. Die Witzfiguren haben wir zerstört. Oh, da ist noch eine grüne Waffe. Wie vielleicht? Na, 50? 60, die nehmen wir zum Beispiel. Es ist dumm. Es ist einfach dumm. Aber ich kann es nicht ändern. Genau. Wir haben noch einen Skillpunkt zu verteilen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Dann können wir uns vielleicht auch gleich überlegen, welchen Skilltree wir eigentlich nutzen. Wir haben 3 zur Auswahl. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen eingekratzt, diese Thematik. Unsere Hauptfähigkeit Täuschung haben wir letztes Mal schon aktiviert. Die aktiviert ein Doppelgänger von uns für einen gewissen Zeitraum, sind unsichtbar und so weiter und so fort. Hier sieht man die Stats noch. Wird im Laufe der Zeit besser. Gut, dann haben wir ja, man muss immer hin und her switchen. Okay, wir haben einmal den Skilltree Hinterhalt, einmal Schleue. Was ist Schleue? Na, wie dem auch sei. Und Blutvergießen. Blutvergießen hört sich so gut an. Nahkampf. Ne, wir machen schon viel Nahkampf. Nahkampfschaffen, deine maximale Gesundheit steigt an. Killskill. Das Töten eines Feindes lässt deine Schilde schnell regenerieren und erhöht deine Action-Skill. Das ist nice. Ich glaube, die 6 Ecke sind passiv. Das ist nice. Das gefällt mir. Schüsse auf deine verbessern die Nahkampfschaden eines nächsten Angriffes.
Ist auch geil. Dein Nahkampfangriff verursacht einen Bonusschaden, wenn du einen Feind in den Rücken triffst. Naja, gut. Ich glaube eher weniger Killskill wieder. Das Töten eines Feindes erhöht für ein paar Sekunden der Bewegungsgeschwindigkeit und deinen Nahkampfschaden und deine Schussweite. Das ist auch geil. Das ist sehr schön. Nahkampf-Alright-Skill. Führe einen Nahkampfangriff aus und während Täuschung aktiv ist und sich ein Ziel in deine Fadenkreis befindet, um ein kurzes Stück vorzusprechen. Okay, nach dem Sprint oder Teleport machst du einen speziellen Nahkampf auf der Schadenfrost werden 2 Sekunden Kampfzeit wiederhergestellt. Interessant. Das Töten eines Feindes durch einen Nahkampf stellt Gesundheit wieder her. Sehr schön. Und während du dich bewegst, erhältst du einen erhöhten Nahkampfschaden und Schusswaffenschaden. Während ich mich bewege. Ja, ich habe irgendwie die dumme Angewohnheit, stehen zu bleiben. Okay. Das Töten eines Feindes per Nahkampf während Täuschung aktiv ist, bewirkt, dass du einen weiteren Holocaust absetzt und löst Aufrüstung und verlängerte Täuschungsdauer. Dies kann mehrfach. Oh, nein. Nein. Ich sag nein. Nice. Gut, was haben wir noch? Stelle Hände, erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Okay. Nachdem du getroffen wurdest, hast du die Chance, mit deinem nächsten Nahkampf einen massiven Nahkampfschaden zu machen. Hinterhalte, versuchst du, erhöht den Schaden von hinten. Wenn dein Schild aufgebaut ist, Schusswaffenschaden. Erhöhte Feuerrate. Hier sieht man es auch im Kurzformat. Wenn ein kurzer Schadensbonus, okay, Todesmarkierung. Wenn du einen Feind Nahkampf stellen sollst, wird er diese Karte markiert. Markiert er selbst zu den Schaden jeder Art. Okay. Explodiert, wenn du wieder sich befürst. Okay. Schleue gefällt mir jetzt nicht so dermaßen. Und so gut, der letzte Hinterhalt. Kopfschuss erhöht den kritischen Trefferschaden. Aha, also allgemein, nicht nur Kopfschuss. Erhöht deinen Zoom und verringert den Rückstoß mit allen Waffenarten. Killskill, das Töten eines Feindes gewährt dir für einige Sekunden. Das ist auch sehr nice. Zielgenauigkeit mit allen Waffen auch sehr nice. Der erste Schuss, der aus seiner vollgeladenen Waffe abgefeuert wird, erhält einen Schadenspunkt. Okay. Oh, es ist so viel Text manchmal. Treffersicherheit, wenn du mit Sniper aus der Hüfte schießt. Also, nur die Magazingröße für Sniper. Ja, Sniper. Sniper ist so eine Sache. Ich habe mich so sehr auf Sniper gefreut. Aber jetzt, wenn ich überlege, dass es nicht kein richtiges Ziel für eine Rolle gibt, das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Aber Rot ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen nehmen wir den Skilltree Blutvergießen als erstes. Steigert Nahkampfschaden. Ja, wir gehen auf 100%. Sehr schön. Jo. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder Shotgun-Munition bekommen, denn ich mag die Waffe nicht. Aber wir können dieses Feature noch kurz ausschalten und dann geht's los. Dann komme ich nicht außersehen immer drauf. Bis gleich. Pause Recording. Continue recording now. Und los geht's. Mark Hint. Bin mal gespannt. Das sieht groß aus, das sieht nice aus, dieser Drache. Mal gucken, wie der von nahen aussieht. Das ist. Ist das der richtige Weg? Ja. Ich schätze mal schon. Aber sicher. Pardon, ich muss mir kurz die Karte anschauen. Denn wir haben ja noch einige Quests. Genau, hier. Die liegen auf dem Boden. Auf den Böden. Okay, das heißt, auf der Seite. Ich will die Quest. Ich bin so ein Typ, ich möchte alle Quests erfüllen. Ich lasse sie nicht liegen, weil später ist es dumm, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen, nur um die Quest dann nachzuholen. Dann erledige ich sie lieber jetzt. Die Frage ist. Ja, hier unten. Ja, machen wir. Oh Mann, dieses ewige Eis. Ich dachte, es geht da vorne weiter, aber scheinbar müssen wir doch erst hier entlang. Oh Mann, diese Physik. Physik meine ich. Ich meine, die Textur gefällt mir, wie gesagt, sehr. Ich
geht leider nur aus der Hüfte zu schießen. Lähme der Schlag. Jetzt nimm dir sein Fell. Abgesehen davon, dass es perfekt zu meinem Hut passt, werde ich es untersuchen für meinen Almanach über die Kreaturen Pandoras. Ein Bullymog, also mit dem Nahkampf töten. Okay. Das kriegen wir hin. Na? Nummer 2 und 4 Stück brauchen wir. Ja, sammeln wir den Keck schon mal ein. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Ja, ja, schon dabei. Sammelst du Bullymong-Fälle? Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm und man kann damit perfekt Robotertränen abwischen. Warum vergisst du nicht, Hermalog, und bringst sie her, wenn du alle zusammen hast? Ich habe zufällig gehört, dass Claptrap dir das Bullymong-Fell abschwatzen will. Oh, eine Entscheidung. Da er damit nur irgendwas unfassbar Dämliches anstellen würde, ja, das stimmt. Eine Perücke daraus zu basteln, möchte ich das dir das witzig. Geschäft versüßen. Bring mir das Fell und du kriegst eine meiner besten Sniper-Rifles. Sniper-Rifle. Schon tot. Komm. Ja, an sich mag ich die Waffe. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Mit diesem Pseudo-Granatentrick. Also genug Waffen. Und das ist richtig. Bring mir die Felle und du bekommst eine geile Schrotflinte, die ich einem toten Kammerjäger abgenommen habe. Ganz frisch. Man riecht noch die Trauer an hier. Wunderbar. Du hast jetzt genug Fell. Bringe es mir und meine Sniper-Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Jetzt halt die Frage. Irgendwo fühlst du dich schwach? Der Tod ist unausweichlich. Verhängere dich. Du bist ganz normal helfen, oder? Bin nicht sicher, weil es so komisch Meerrot leuchtet. Also Meerrot. Gibt es das Wort Meerrot? Also nicht das wie das Meer. Denn das Meer ist nicht rot, außer das Rote Meer. So, rötlicher halt. Was haben wir denn hier? Nehmen wir zum Verkaufen. Oh, die ist ja gut. Für 62. Können wir schon mal eine verwenden. Für 62. Gleich mal einsetzen. Die für 62, die da. Ja. Und schau die Munition, sehr gut. Exzellent. Und Geld. Also, was sagt ihr? Ist eine neue Sniper oder noch eine neue, Schrotflinte. Die Frage ist, sieht man im Vorfeld, welche Waffe, also ja klar, also welche Waffenart man bekommt, aber sieht man auch die Stats? Ist die Frage. Oh, ich will für euch jetzt nicht die Munition verschwenden. Boom. Ja, an sich ist das echt witzig. Aber es ist ein bisschen seltsam.
Gerade wollte ich sagen, ich habe irgendwie ein Paradox im Kopf gehabt. Mir schon überlegt, warum kill ich eigentlich jeden Gegner? Ich bekomme dafür keine Erfahrungspunkte. Es ist jetzt kein typisches Rollenspiel. Halt, stopp! Ist es. Und ich bekomme Erfahrungspunkte pro Kill. Dementsprechend macht das schon Sinn, Gegner zu töten. Aber diese Fliegedinger regen mich ein bisschen auf. Aber hier geht es natürlich um Munition. Und Munition ist rar. Zumindest jetzt. Bis danach. Ich bin mir nicht sicher, gab es einen Skill, um die Munition zu erhöhen? Ich weiß nicht. Darf ich jetzt nicht mit Fallout 4 verhexen? Oh. Vom ganzen Blablabla. Habe ich jetzt vergessen, die Quest abzugeben. Tut mir leid. Das geben wir, glaube ich. Bis gleich. Dass wir ja nichts falsch machen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Waffe, die Stats davor schon sieht. Ich bezweifle es. Aber dass wir ja nichts falsch machen, nehmen wir als ihn als erstes, weil der Shotgun haben wir schon. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Damit meine ich natürlich mich. Okay. Also man sieht die Stats. Die Zielfernrohr. Aber erst, wenn man sie abgegeben hat. Probieren wir die mal aus, was sie so kann. Unsere erste Sniper. Leider haben wir noch kein Fach 3. Gucken wir mal, wann wir Fach 3 bekommen. In dieser Welt hier habe ich Menschen entdeckt. Dort kann falscher Knopf. Das wäre halt nice, wenn wir da reinschauen könnten. Warum haben sie das nicht implementiert? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall sieht die Waffe wuchtig aus. Ziemlich wuchtig. Ja. Nicht zum Mäusemelken. Es hätte so schön sein können. Na gut. Wir überlegen uns da was. Aber bis dahin nehmen wir wieder die Waffe. Welche Quests haben wir noch? Keine mehr, schätze ich mal. Nö, sonst nichts. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir noch bis vorne zum Eingang und dann gehen wir endlich in den neuen Bereich. Den Weg erspare ich euch. Bis gleich. Also, auf dem Weg hierher bin ich nochmal in mich gegangen und bin zum Entschluss gekommen bezüglich der Sniper. Wir verzichten auf Zielfernrohre. Das ist klar. Dieses Feature mit dem Fenster finde ich total schwachsinnig. Es gibt Lösungen und Möglichkeiten, das zu implementieren, dass man in ein Zielfernrohr reinschauen kann. Wieso das in Borderlands 2 in VR nicht möglich ist, keine Ahnung. Faulheit würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, spuckt Feuer. Aber nichtsdestotrotz passt das einfach nicht in meinen Spielflow. Ich hoffe, dass wir eine Sniper finden. Ich meine, die andere habe ich jetzt nicht verkauft, aber ich habe darüber nachgedacht. Wir hoffen, dass wir das, oder ich hoffe, dass ich eine Sniper finde ohne Zielfernrohr, die vielleicht einen Nutzen für uns hat. Irgendwas Cooles, irgendwas Fancyes. Aber bis dahin, Shotgun ist ideal. Noch eine Combat Rifle oder eine SMG ohne Zielfernrohr. Das ist unser Ziel zu finden. Und das finde ich dann auch legitim für meinen Spielflow. Vielleicht habe ich versucht, vor dem Hockfrost auf Captain Flint's Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Na, wenn's weiß ich, kriegen, freut sich der Dritte. Da greifen wir mal nicht ein.
der trifft gut. Noch zwei. Das wird nice. Da freue ich mich jetzt schon. Drei Stück noch. Ja. Oh, ich feiere ihn. Dafür kriegt er eine Shot ins Gesicht. Hallo. Boom. Was, er lebt noch? Jetzt nicht mehr. Schön den Loot einsacken. Unter der Freigrenze würde ich jetzt sagen. Des Loot-Mitnahme-Gesetzes. Ja, so mit Deckung habe ich es irgendwie bei Borderlands nicht bei. Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ich bin unsichtbar. Ja. Sich zu bewegen. Das geht ab. Neue Runde, neues Glück. Was ist los? Warum lässt es so langsam? Ernsthaft ein Bug? Ich kann nichts öffnen, mein Trigger funktioniert nicht. Falsche Taste. Okay. Ich glaube, diesmal war es kein Bug vom Spiel. Und der Controller hat gehakt. Wir erleben heute alles. Mark Hand. Kurzen Scheiß noch looten, was sie hier liegen gelassen haben. Irgendwas muss doch hier sein. Ja, manche Sachen kann ich öffnen, ohne dass es mich langsamer macht. Das ist echt random. Oder ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht. Was ich gelernt habe auf jeden Fall, funktioniert aber hier nicht. Bei Borderlands muss man akribisch vorgehen. Es gibt Regionen, die man nicht so leicht sieht. Weil der ganze Shit versteckt ist. Auf Dächern, Hinterhäusern, Unterhäusern, unter Dächern.
Hey. Was soll denn das? Gerade was erklärt. Komm von deinem Leben. Oh, ich hab Energie verloren. Müssen wir es schaffen? Aber ich schaff's nicht. So sieht es aus, wenn man stirbt. Wenn man stirbt, muss man jemanden killen, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Habe ich leider nicht geschafft. Wenn ich sterbe, kostet das mich Geld. Nicht Erfahrungspunkte, wir sind hier nicht bei Warframe. Und dann Geld. Und dann haben wir noch Geld zu genügen. Irgendwas ist anders. Jetzt aber wirklich funktioniert auf der richtigen Taste. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Irgendwie hat es die Orientierung der Controller vertauscht. Warum auch immer. In Borderlands passiert einfach alles. So viele Probleme hatte ich bei Fallout 4 nicht mal. Was hat das für ein Schwung? Filigran. Auf den Nachos. Warum auch immer. Oder Pizza? Scheint wieder Pizza. Warum ich jetzt auf Essen komme? Na, es wird Zeit, mal wieder zu essen. Aber später. Und? Unter 60. Ach komm, mach mal ab 50. Qualifiziert. Nicht qualifiziert. Nicht qualifiziert. Qualifiziert. Gut. Was finden wir denn noch hier in der wundersamen Welt der Amelie, ich meine, des Borderlandes, Landes? Hat er sich so schnell geduckt? Alter, hör auf, dich zu bewegen. Er lebt immer noch. Warum leben die alle noch so lange? Liegt es an mir? Liegt es am Spiel? Oder vergesse ich? Bemerke ich irgendetwas nicht? Ich weiß es nicht. Zumindest weiß ich, dass es sehr komisch ist, dass diese Tür nicht aufgeht. Ah, okay, doch. Das ist ja mal schön. Muss ich das Rädchen hier zudrehen? Nicer Dicer. Nehmen wir. Und eine neue Shorty. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Seid ihr auch gespannt? Ich auch. Time left. Von der Zeit liegen wir auch gut. Oh, das wird ein Schmaus. Okay, wir haben hier eine neue Combat Rifle. Zum Vergleich, kann man vergleichen? Nee, okay, dann gehen wir erst mit der Shorty. Diese neue Shorty. Zwei Schüsse auf einmal. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. Ah, die Genauigkeit ist aber nicht so gut. Da würde ich so tendieren, die zu behalten, unsere jetzige. Ja. Und die andere? Mehr Schaden. Genauigkeit ist zwar jetzt 56,7. Ist blöd, dass man keine Möglichkeit findet. Ah, oder doch, prüfen. Man findet keine Möglichkeit, beide zu vergleichen, abgesehen von den Fallen.
Verursacht extra Explosivschaden. Die probieren wir mal aus, weil das wäre zum Beispiel als eine ohne Zielfernrohr. Mhm. Mit Kim und Korn. Nice. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kim und Korn. Funktioniert. Ja. Spaßhalber legen wir noch kurz die andere Waffe angucken, ob sie irgendwie fancy Schussanimation hat. Einfach nur für den Fun-Faktor. Mhm. Sieht solide aus, sieht groß aus und hat Wurms. Lädt schnell nach, aber der Schaden ist, glaube ich, nicht so gut wie die vorherige. Ah doch. 13x6. 18x13. Gut, für den Nahkampf ist sie perfekt. Aber jetzt haben wir ein neues Playset. Shotgun für den Nahkampf. Und die hier für aus der Ferne. Versuchen wir mal unser Glück. Nächstes Terrain. Ab geht's. Und es schneit und schneit. Es hört einfach nicht auf. Wir warten. Die Feuerrate ist nicht so der Bringer. Die Genauigkeit ist auch nicht so optimal, zumindest nicht für den Fernkampf gedacht. Ah, die Feuerrate lag an mir. Muss halt schneller triggern, dann geht das schon. Aber trotzdem, die Genauigkeit ist fast so schlecht wie mit ohne. Ach du Scheiße. Schön in den Nahkampf. Zumindest geht Nachladen schnell. Und die haut mächtig rein im Nahkampf, muss ich schon sagen. Leider nicht in unserer freien Menge. Kondition sieht gut aus. Konstitution, meine ich. Upsala! Ja, habe keinen Selbstmord begangen. Das war ein Unfall. Ich möchte auf diesem Schiff. Oder schaffe ich es von hier? Geht auch. Okay. Also, Fazit. Combat Rifle. Sieht toll aus. Macht schön Wumms. Feuerrate ist dezent okay. Aber was mich stört, ist die Genauigkeit. Mit dieser Waffe kann man keinen Wettbewerb gewinnen. Noch mehr Shotguns. Okay, dann wechseln wir kurz die Waffe, dann sehen wir die Stats. Schießen erhöht die Zielgenauigkeit. Mhm. Verbraucht 2 Munition pro Schuss, explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Das gleiche wie vorher. Nehmen wir aber zum Verkaufen. Wir bleiben bei unserer jetzigen Shorty. Die finde ich irgendwie sympathisch. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Vorschlag, ich trete dir dermaßen in den Hintern. Finde ich besser. Was war das? Das tat weh.
unglaublich. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Explosion hin oder her, dass man nichts trifft mit dieser Waffe, ist mehr als peinlich. Oh Gott, war das peinlich. Schöne Nahkampf und dann bam, ins Gesicht. Kannst du Schmerzen überhaupt empfinden? Tja, nein, ich hätte nicht. Es tut uns gut, auf dich einzuschlagen. Und dir tut's nicht weh. Es kommt also niemand zu Schaden, wenn wir weitermachen, richtig? Da ich jetzt darüber geredet habe, das Gebiet sieht groß aus. Also nur zu, verprügelt mich. Lago Maggiore. Irgendwie zurzeit mein Lieblingswort. Kurz den Loot einsammeln, wir brauchen Munition. Was wir verbrauchen, sollten wir auch wieder einsammeln. Wichtige Weisheit des Fuchses. Kung Fu! Hallo! Wie sie halt einfach keine Chance haben. Ist ja fast unfair. Was macht man nicht alles, um Minderheiten zu unterstützen? Die ungerecht behandelt werden von Rüpeln wie ihnen. Die mag ich. Die haut schön rein. Von wo? Von da hinten. Ach, wenn die doch nur gut treffen könnte. Hallo, Hand? Danke. Ich muss schon die Mitte des Raumes suchen. Das ist unglaublich. Da hilft sogar konzentrieren nix. Die hat so einen hohen Versatz. So eigentlich Glück, dass ich treffe. Boah. Mein Nachladen dauert auch zu lang. Oh Gott, oh Gott. Ab in den Nahkampf. Und zack. Ah, brutal. Können wir mal unseren Köder einsetzen. Und ja, ein bisschen tricken. Ah, den hätte ich besser nutzen sollen. Sollen, können, machen. Das war's. Munition, Munition. Und da hinten sehe ich eine Truhe. Mit Waffen. Von da kommen wir. Oh, komm, komm, was Gutes, was Gutes. Eine Combat Rifle. Noch eine Combat Rifle. Fast zweimal das gleiche. Aber ist mir egal.
Ja, es sind fast die gleichen. Aber die Expandified ist besser als die Carbonite. Die schauen wir uns noch an. Und dann nähern wir uns leider dem Ende für heute. Expandified. Rot gefällt mir immer. Aggressiver Look. Okay, gucken wir mal. Treffen kann man damit zwar auch nicht, aber naja, vielleicht im Mittelfeld könnte das was bringen. Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Ein Kran. Du. Ich nicht. Was für ein Kran? Was für ein Kran? Wo siehst du denn hier einen Kran? Ein Kran. Also nächste Folge wird ums Kran suchen gehen. Aber bis jetzt reicht's erstmal. Und wir sehen uns gleich zur Abmord. Also mit der Zeit wird's echt ein bisschen spannend, finde ich. Also Borderlands hat ja nicht gespart an Waffen dazu, was das an den Waffen angeht. Wir müssen uns zwar ein bisschen anpassen, damit es dem, wie gesagt, den Spielflow angepasst ist. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin mal gespannt, was es noch für Waffen gibt. Zwei Waffen gefallen mir jetzt schon mal. Die Shotgun und die Combat Rifle. Schauen wir mal, was wir damit machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer NL Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.